Hallo liebe Zuschauer, ich bin wieder MyTimer Zentrop. So, hier sind wir dabei, Fred, der ein bisschen sich den Müßiggang hingibt, obwohl eigentlich genug zu tun gibt. Aber meistens ist ja genau so, wenn man viel zu tun hat, will man das eigentlich alles gar nicht. Hallo Henny, hallo Horst, wo ist eigentlich eure amtlich bestellte Betreuerin? Hansi, du hast keinen, aber Nudels, wo ist hier wieder Häufchen annahmen, was ist passiert? Wo ist Elsie? Bäh. Mein Gott, euer Sound, ist es. Ich weiß nicht, ob da schief gegangen ist. So, es gibt viel zu tun. Morgens Tag der Sonne, außerdem haben wir noch Geburtstag und eine Feier und was weiß ich, alles tausend Sachen zu machen. Ach je, das. Okay. Da haben wir nichts drin. Falsche Box. Hier haben wir was drin. So. Was ist denn hier los? Elsie, verdammt nochmal. Jetzt soll die sich mal um was kümmern. Gibt es noch irgendwas, was Miss Jane noch nicht weiß? Wie man sie unsichtbar macht? Keine Ahnung. Okay. Cooper. Ja, wo ist unsere Frau? Hey, Cooper! Was hast du mit Elsie gemacht? Hier sind deine Holzbeinchen. Viel Spaß damit. Auf, dass ihr keinen Splitter holt. Hallo, mir an. Wird wie. Rennt irgendwo? Okay. Gott, ist die Frau. Ist sie immer so schnell? Wenn die geheiratet hat, ist sie immer am Rumrennen? Haha, Burgess. Genau. Immer gut gelaunt sein ist hier vor allem. Heidi, wo ich dich gerade sehe. Ach, komm hier auf, Burgess. Hier, nimm einfach die Kohle und kauf dir irgendwas zu essen. Ist doch wurscht jetzt. Der hier wieder für Faxen macht. So. Keine Ahnung, wo ist Elsie? Was flog denn da gerade vorbei? Ach, das ist Fang X. Wenn Zeit für sowas. Wo ist meine Frau? Alles muss man sich hier selber kümmern. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist auch keiner. Das ist ein Saustall. So bin ich nicht mehr geworden, ne? Komisch. So, haben wir noch irgendwas, das, hä? Das nicht letztens schon mal irgendein Déjà-vu. Okay. Ja, warum nicht? Kann man auch machen. Alles kein Problem. Machen wir auch noch nebenbei. Okay. So, habe ich eigentlich noch das Programm braucht heute aber lange. Noch eine Einladung, oder habe ich die alle verballert? Hier noch. Warum habe ich so Spielzeugpinsel dabei? Ich weiß es nicht. Unsere normalen Klamotten. Warte mal. Spinelle. Sandteenudeln. Ah ja, ich habe noch mal ein bisschen was gekocht. Genau. Das müsste ich mal wegtun. Was, wie viel haben wir denn jetzt? 1,67 Millionen Haustiermünzen. Bräuchte ich mal ein paar mehr. Damit wir uns wieder ein paar lustige, nette Sachen für unsere Tierchen leisten können. Cocktails haben wir 8. Das ist eigentlich ganz gut. Kreuzanker. Den hätte ich gern vom Zeppelin geworfen, aber gut. Geht ja nicht. Okay. Keine Ahnung. Ich muss die eigentlich alle verteilt haben. Oh, die ganzen Einladungen. Apropos Cocktail. Da können wir uns jetzt noch einen holen, wenn die alle da nur so rumstehen. Ist der hier für uns? So. Da kommt da, kenne ich nicht. Kommt da hinten, also ja, gut, kenne ich. Sag mal an, Cooper. Wo die so nutzlos rumstehst. So, haben wir noch? Ich habe keine mehr. Gut, ich habe alle eingeladen zur Feier. Juhu, sorry, kann ich nicht mehr einladen. Ich hätte es gern gemacht, aber kein Briefpapier mehr da gewesen. So, wo wollte ich eigentlich hin? Hugo, zu dir wollte ich nicht. So, kochen wollte ich eigentlich noch was. Genau, für den großen Tag. Damit wir dann bei der Geburtstagsfeier noch mal ein paar Sachen nachlegen können. So, was rollt da rum? Man weiß nicht. Man rollt das auch ins Wasser. Würde mich mal interessieren. Was passiert dann? Platsch. Es rollt unten weiter. Okay, man kann unter Wasser rollen. So, kann ich das auch? Man lässt mich nicht. Gut, dann eben nicht. Ich hätte das auch gerne gemacht. Was sind hier alles für eine Verzierung? Ach so, das ist ja für das Fest schon. Ah, Propeller und Kürbisse. Ja. Etwas merkwürdige Kombination, aber ihr könnt ja mal versuchen, Kürbis in den Ventilator zu werfen, was dann rauskommt. Ja, da kann man dann eine Feier dran machen. So, hallo Elsie, da bist du ja. Ich hoffe, da hat sich mal jemand um die Tierchen gekümmert. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das, komm, machen wir mal was. Wir brauchen noch mal Fischköpfe. Haha.
Okay, wir können auch ein paar Milchkristallien gebrauchen. Die können wir nämlich auch gut nachlegen. Dankeschön. Was hat Joe? Jetzt hör auf mit dem Krach. Ja, sie. Ja, okay. Mehr wollte ich gar nicht. Wollte ich nur sehen, das alles. So, zack. Du Scheiße. Hey, Zauberspiegel. So, Montaghammer. Okay, was willst du? Wasser aufgebraucht? Hä? Ach, doof. Und dann Wasser immer. Wieso braucht man das denn? Wie viel Leder habe ich eigentlich dabei? Oh. Ich kann mir eine Freizeithose machen. Auch nicht schlecht. Brille will ich aber gar nicht. Könnte ich aber. Was mache ich denn damit? Okay, keine Ahnung. Ich glaube, ich noch nie gebraucht. Wasser. Wo haben wir denn eigentlich Wasser? Hallo. Kann ich hier oben? Verdammtes Programm. So, das hätte man auch größer machen können. Wasser, hier, komm, nehmen wir mal ein bisschen Wasser und knallen das hier in die Box. Das ist eigentlich das einzige Problem, was der hat. Hier passt nichts mehr rein. Warum ist hier Spinell drin? Den da reingelegt, Leute. Den brauche ich für andere Sachen. Warum habe ich hier Kacke drin? Okay. Warum rieche ich meine Taschen immer so komisch? Ich sah da Spinell auch nochmal. So. Also, das ist merkwürdig hier. Na komm. So, ist der Spinell jetzt hier weg? Jetzt habe ich hier 32. Warum? Wozu? So, was haben wir denn hier noch? Das ist das Möbelding. Das ist das Klamottending. Hier so Zeug. Okay, dann können wir da Spinell reinwerfen. Da haben wir genug von. Auf Wiedersehen. Warum habe ich hier Kupfererz? Komm hier, fort damit. Scheint passt das nur so mal rein, weil die Sticks zu groß sind. Schädliches Tierfell, Ockenmensch, Marmor. Ich bin Tower. Was soll ich denn? Alle kaputte Kraftsteine. Könnte ich die nicht hier recyceln? So, sagen wir da. Nee, warum nicht? Hm. Geht nicht, okay. Dann eben nicht. Dann kann ich die Dinger auch wegschmeißen. Moment, Wasser. Sieht's denn aus? Oh mein Gott, so dramatisch ist das jetzt auch nicht. Stell dich mir nicht so an, Roboter. Oder denn? Ja, statt hier rumzurollen, arbeite man lieber ein bisschen. So, dafür hast du einen Roboter, der dir Bescheid sagt, dass du dann die Arbeit machst. Mhm. Künstliche Intelligenz. Genau, lass die Arbeit jemand anders machen. Hey, Jugendstar, Handwerker, Anmarsch, mach alle Platz, wie geht's dir, Fred? Ja, so breit bin ich noch nicht geworden, hallo? Man nimmt zwar ein bisschen zu im Alter und wenn man verheiratet ist, sowieso, ist wie mit Katzen, wenn sie kastriert werden und Männer, die heiraten. Das ist so ein bisschen ähnlich. Was macht ihr drei denn da? Ich brauche hier keine konspirativen Treffen. Weg, husch. So, das haben wir auch. Dann drei ist auch nicht, so. Gut, gut. Was geht hier eigentlich ab? Lancelot, Gecko. Alle sind hier wieder unterwegs. Hier haben wir noch ein paar Sandbären. Ah, da ist Gecko. Hinten rennt mir an rum. Ah, jetzt weiß ich, wo die ist. Okay. Alles erinnert mich ein bisschen was. Hey, Rocky! Wir könnten hier nochmal wieder ein bisschen was mitnehmen. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Wir müssen noch an unsere Punkte denken. Ach, so viel zu tun. Was? Schon wieder ein Geld von mir. Ich habe nur 1,67 Millionen. Ihr Halsabschneider. So. Seit der ersten Folge wird mich ausgenommen. Diesen Müllhalde hier. Und nie sieht es hier ordentlich aus. So, und das nehmen wir auch mit. Gott, wie viele Stunden haben hier rumgehackt in irgendwelchen Busten oder sowas. Flump. So. Oh, dann machen wir das Ding hier auch weg. Nur das Prinzip. Machen wir auch nochmal ein paar Pünktchen. So, 4000. Ja. So. So. Schön fleißig weitermachen, Jungs. Immer schön fleißig. Ich habe hier so ein großes Gerät, das geht ein bisschen schneller. Geht nicht mehr um die Größe, aber um die Effektivität, Freunde. So. Weiter geht's. Dann machen wir das auch. Okay. Wie sieht es denn aus eigentlich bei uns? Wir haben jetzt. Oh, das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir noch arbeiten. So, wir müssen noch was für unseren Chef machen und ich wollte noch was kochen.
Hier rennen jetzt so viele Haustiere von mir rum. Da ist Elsie schon wieder, hat gerade wieder vergessen, dass sie schon drin war. Jetzt geht sie schon wieder weg. Naja, ich hoffe, die hat sich mal jetzt um die Tierchen hier gekümmert. Und sie blöcken den ganzen Tag rum. Ich hätte den hier so ungeschickt hingestellt. So, wie sieht's aus? Ah, sehr schön, sehr schön hier. Na, ihr seid jetzt auch wieder zufrieden, Horst, Henny. Ja, kriegt auch wieder Zeug, was er eigentlich nicht mögt, ne? Super. Nun gut. Das kriege ich halt auch meistens zu essen. So ist es nun mal. So, verheiratet ist es kein Zuckerschlecken. Das ist nicht aus Spaß. So. Was mögen die Leute denn hier noch so gerne? Kalter Kaktus. Auch immer beliebt. Kann man auch nochmal machen. Flump. So, Milchkristalle haben wir. Was? Rindfleischnudeln? Omelette. Ich muss irgendwo ganz viel Omelette haben. Wo ist denn das alles? Habe ich das? Was habe ich davon? 100 Lebenspunkte. Ah, gut. Ja, ne? Wie viele Leute hat Omelette schon wiederbelebt? Das ist Wahnsinn. Auf Unfällen in der Küche. Mal Hand abgehakt. Boom, schnell ein Omelette rein. Bums, geht's wieder. Wo ist das? Läuft da ein Kaktus rum? Achso, das ist Spike. Hey, Spikey! Irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein russischer Oma aus mit deinem Kopftuch. Dann rollen wir weiter. Schön, gleichmäßig. Okay. Was? Außerirdische. Wer? Die Außerirdischen sind gekommen. Wir haben einen entdeckt. Mist. Warum habe ich das Ding nie geladen, wenn ich es brauche? Das gibt's doch nicht. Weg mit dir. Alien-Alarm. Jetzt weiß ich eigentlich, warum ich hier so komisch rumlaufe. Das sind alles Außerirdische. Okay, wie viel $1000 hat er dafür bezahlt, dass er hier so rumrennen kann? Okay. Hallo, ich laufe als NPC im Spiel rum. Cool. Ja, morgen. Das ist ein Ding. Der Außerirdische. Das habe ich. Es gibt immer noch ein paar NPCs, die mich überraschen hier. Habe ich ihn noch nie gesehen. Das ist ja ein Ding. Ah, Chatten, siehst du mal. Der hat eine ganz andere Rolle als du hier. Trudi. So, gucken wir mal. Unsere Anzeige ist schon wieder ausgelaufen. Ich krieg das nie mit. Keine Ahnung. Kriegt ihr das immer mit? Ich weiß nicht. So, haben wir noch mal ein paar Kacheln hier. So, wo sind sie denn? Da sind sie da, ja. Nur 20. Schade. Die könnte sich dumm und dämlich verdienen mit dem Zeug, aber nee. Irgendwo, wo die diese Dinger backen, da kommen sie nicht hinterher wahrscheinlich, oder? Weiß nicht, heilig zu geizig, die nachzukaufen rechtzeitig. Was ist hier? Grace! Ist angezogen, okay. Ist schon, sind ja gar nicht mehr gewohnt. Sheriff, du bist immer angezogen, das ist vorbildlich. So, das haben wir. Ja, Fest ist morgen, ne? Das Fest ist morgen. Uiuiui, okay, und dann haben wir Geburtstag. Ah, Burgess hat auch noch Geburtstag. Ach, du grüne Neune. Stimmt. Was ist hier? Hä? Warum zeige ich dem hier einen Punkt an? Hä? Was, wie? Warum kommt das jetzt her? Ich habe einen Punkt bei Werkstatt? Wo kommt denn der jetzt her? Ich habe gar keine Info drüber gesehen. Das ist gemaxt. Okay. Ich kann endlich die Hühner verkaufen. Juhu. Das ist ein Ding. Dann habe ich jetzt alles bis auf Kampf. Hä? Wo kommen denn die Punkte jetzt her? Okay. Das ist ja ein Ding. Ja. Hallo Außerirdische. Sehr merkwürdig. Okay. Das ist ja ein Ding. Da steht Werkstattpunkte bekommen. Macchiato. Schöne Frisur übrigens. Wer hätte das gedacht? Also, habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber nicht. Aber kriegst du ja nichts für. Nö. Also diese, naja, blöden Süßkartoffeln, du wirst eigentlich nie los für irgendwas.
Kannst du eigentlich auch vergessen. Okay, dann gucken wir mal. Für unseren Chef, ja. Brauchen wir jetzt nicht mehr für Punkte, aber fürs Geld. Wir machen es fürs Geld hier, ist auch klar. So. Was brauchen wir denn da? Kriegen wir noch mal Stahl- und Krummstahllager. Brauchen wir die schon wieder nicht. Na gut, dann machen wir uns auf die altmodische Art und Weise. Hier. Machen wir es halt Stück für Stück. Übrigens ein Überblick. Haben wir nicht. So, Manganstahl. Ganz die Manganstahl, Freunde. Klingen aus Manganstahl. Flump. So, dann haben wir hier die Krummstahllager. Flump. Und hier, damit das nicht nochmal passiert, machen wir nochmal. Und wir haben keinen Manganstahl mehr. Ja, gut, der ist damit auch weg. So. Flump. Haben wir das auch. Kaputte Kraftsteine. Hm, kann ich hier nicht wiederverwerten. Ich bräuchte doch wieder Zeug für Granit, habe ich gar nicht so viel. Ja, das brauche ich aber zum Boosten. Hm. Gut, machen wir mal so ein kleines bisschen. Das Ding hier auch, finde ich die Animation ganz nett. So. Was? Haben Sie heute etwas gefunden? Wie? So, dann sitzen wir uns, Süße. Also auch nur ab und zu machen, weil, wenn wir was machen mit der Verkleidung, du weißt schon, aber sonst. Okay. Naja, heute ist wieder so ein besonderer Tag. Awe. Hm, na gut, wir haben zumindest genug Tomaten. Pilze fehlen noch ein bisschen. Zur ausgewogenen Ernährung. Und ich finde generell so ein bisschen. Hm. Da müsste mal wieder ein paar Flucken gehen. Steht da. Achso, was habe ich da hingestellt? Gut. Pilze. Die können wir uns ja hier nochmal kurz holen. Da fühlt er so ein Ding. Oh, ab. Weg. Flupp. Die wachsen jetzt ja besonders viel hier. So. Und hier nochmal. So, was ist eigentlich dieser Bus immer? Der ist eigentlich nie da. Komisch. Hm. Naja, es ist wie in der Realität auch. Da wartet man oft schon lange auf Busse, die nie kommen. Aber so ist das nochmal. Macht diese Geräusche. Hey Nemo! Was sagst du denn hier eigentlich rum? Was sind hier diese Geräusche? Batman? Was haben wir hier noch eigentlich? Steinhaufen. Na komm, haben wir den nochmal weg. Die haben wir schon lange wieder rumgewühlt. So, jetzt müssen unser Essen auch schon fertig sein, was wir dann gemacht haben. Hier Oregano, direkt vor unserer Nase. Okay. So. Mit Fischis geht's auch noch gut, ne? Ja. Na, gucken wir mal, ob wir Pilze haben. Müssen wir mal eigentlich auch genug. Ich hätte mir angebaut. Oh. Okay. Aber dann die Pilze. Was ist das hier? Ja, machen wir hier hin. Ich hätte Elsie die auch alle weggeraucht, man weiß ja nicht. So, ah, noch Dünger, ja. Schreib das auch schon wieder weg. So, das war's. Zack. So, dann haben wir auch wieder Pilze. Wunderbar. Schwupp. Können wir hier schnell weitermachen. Wie lädt das alles sehr langsam momentan? Oder ist das generell so? Ich glaube, das Programm dreht langsam durch. Das ist nicht dafür gemacht, dass man es lange spielt. Habe ich das Gefühl. So, zack. Okay, unser Essen ist da. Sehr schön. Dann können wir das hier auch schön gepflegt austauschen. Wenn hier irgendwas noch ist, können wir noch nachlegen. So, was haben wir denn hier nochmal? Wir schmeißen nochmal ein Omelette drauf. Dann Teenudeln. Feiner Fischbrei und gehackte Fischkopf. Schwupp, das ist das nur für Elsie. Die kann man ja nicht drauf. Doch, die kann man. Elsies Liebeskuchen, aber die ist sonst nie einer. Aus gewissen Gründen mag das nie einer. Ich weiß auch nicht warum.
Okay. Dann können wir uns ein paar Sachen auf jeden Fall nachlegen. Ja, dann meckern sie wenigstens nicht wieder rum. Wir essen schon wieder keine Fischköpfe mehr da. Okay, dann haben wir das. Könnten hier natürlich nochmal gucken, ob wir nochmal umdekorieren wollen hier. Trap. Nein, wir brauchen jetzt hier keine Treppe rein. Die Tapete vielleicht. Ein bisschen weniger so bunt. Ein bisschen seriöser. Wir sind schließlich eine Erwachsenenparty. Für erwachsene Menschen hier ganz ernsthaft, ohne Spaß, wie man halt so im Erwachsenenleben ist. Oh, mit Herzchen. Nee. So ein bisschen seriös. Ich erinnere mich früher an einen Partykeller. Irgendwie finde ich noch die Bravo-Plakate, aber wir haben eigentlich genug hier. So, was haben wir denn hier noch? So, der Look. Ja, ist ein bisschen langweilig. Sieht doch noch. Weiß ich nicht. Bahnhofstoilette aus. Ne, das ist ganz Dungeon. Ne. Dungeons und Dragons habe ich schon genug. Holz. Ne, das ist zu. Wir sind ja mittlerweile über die Stufe hinaus, dass wir eine einfache Bretterbude haben. Also ganz gediegen hier, oder? So, handgeschnitzt alles wie bei reichen Leuten. So haben wir das jetzt hier. Wir haben sogar eine Standuhr. Siehst du mal. Zack. So, wunderbar. Haben wir hier schon mal schön aufgeräumt. So. Sehr schön, Chippy. Was macht ihr hier alle? Man weiß es nicht. So. Zack. Okay. Da haben wir schon wieder ein paar Sachen, die uns fehlen. Ne, Krummsteinlager fehlen noch. Die brauchen ziemlich lange. Naja. So, Burgess. Was kann man den Burgess schenken? Außer Wasser natürlich. Oder einen Hut. Ach ja, Rippenfleisch. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber Rippenfleisch. Irgendwie so ein bisschen. Weiß nicht. Ein bisschen wenig vielleicht, ne? Tja, Rippenfleisch. Was kann er denn noch mögen? Burgess ist ehrlich, hat seine Befehle und Regeln. Mitglied der Gemeinde für den Wasserturm, zuständig, pflichtbewusst und loyal. Auch wenig verklemmt. Gut, ein Klemmbrett haben wir leider nicht. Ja. Verklemmt. Könnte mit Amira verkuppeln, das wäre bestimmt lustig. Aber geht ja leider nicht hier im Programm. Burgess. Ja. Jetzt hauen wir gleich wieder ab, Wendy. Ich wollte nur mit dir reden. Ich brauche einen für mich, dann noch zwei für meine Eltern, vielleicht einen für Benjo? Was denn? Zigarren? Was? Wie? Hä? Was fliegt denn hier alles rum? Keine Ahnung, was sie jetzt gerade für Gedankengang hatte, aber hier kommt mir ein schöner Skorpion. Das ist immer was für Kinder. Hallo? Ganz gut? So. Was ist das denn? Jane, ja. Was könnte man bei Burgess schenken? Was würde bei dem gut ankommen? Eine Aufbewahrungsbox. Das ist auch ein ordentlicher Typ, oder? Warte mal. Aufbewahrungsbox. Boxen? Doch, Elsie ist da. Am 20. oder am 21. Dann kommt doch eigentlich auch wieder der mysteriöse Mann. Ist doch meistens immer um die Zeit auch da. Okay, den müssen wir uns dann auch wieder mal schnappen. Haben wir irgendwas, das man Burgess schenken könnte? Außer irgendwelche Rippenteile von anderen Tieren und Wasser. Gute Frage, nächste Frage. Oder so ein Hut. Wir haben da schon mal so einen Ministerhut für ihn gemacht. Aber ich glaube, den wollte ich ihn schon mal schenken. Das hat dann nicht geklappt, weil das Programm dann solche einfachen Sachen nicht möchte. Das ist ein Questgegenstand, kann man nur einmal benutzen, danach nie wieder. Du kannst immer 5000 Mal bauen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist immer eine schöne Sache. Ein Avio-Plakat, das möchte auch jeder eigentlich. So, ein Stuhl, ein Zugmodell, eine Bank. Eine Axt, nee, das ist auch nichts. Super Hilfsscharf und Ministerhut, aber den kann man ihnen nicht schenken, denke ich. Das wird nicht gehen.
Und darum gehärtetes Leder für eine Richterkarte. Das wäre das für ihn hier, aber geht natürlich auch nicht. Freizeitpark, Flaggen. Ja. Sandfischbecken war auch was gewesen, aber kann man ja auch nicht so schenken. Kinderzelt kann er, glaube ich, nicht so wirklich gebrauchen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich doch einfach noch ein Wassertank oder sowas. Ja. Hm. Pumpe für seinen Wasserturm. Hier so ein Ventil, ist aber auch. Wer schenkt einen Ventil zum Geburtstag? Tja, das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt echt keine Idee so wirklich. Was kann man denn? Na komm. Bücherregal. Ja. Liest ja hier keiner mehr im Ort. Wir haben zwar ein Auto, aber keiner liest was. Ja, gut. Jasmine liest was, aber. Da habe ich auch nur so viel. Ich habe gar kein Salz mehr. Oh. Okay. Vom mysteriösen Mann. Kann ich aber auch selber bohren mit Manganstahl. Ach, ich habe gar keinen Manganstahl. Ich habe gar nichts mehr hier. Ich höre auf. Ich lasse den, mach den Laden dicht, mach eine Bäckerei auf. Das reicht. Nee. Wo ist denn das ganze Zeug hier, Leute? Gib mir eigentlich mal das, was ich brauche. Das dauert alles zu lang. Auch Stahl. Stahl! Da haben wir auch nichts mehr von, ne? Zack. Das gibt's da alles nicht. Na gut, ich meine, er ist ein Ordnungsfanatiker. Dann wäre vielleicht wirklich so eine Box nicht schlecht. Aber nicht so eine einfache. Große Lagerkiste. Ich glaube, die machen wir ihm. Da brauche ich nochmal einen Garnstall. Aber gut, der ist in der Mache hier. Oh, noch einen Ofen. Ich brauche Manganstahl. Manganstahl! So, vielleicht können wir ein bisschen schneller raus. Was ist denn hier eigentlich drin? Klamotten. In allen meinen Kisten ist irgendwie Klamotten, wenn ich die aufmache. Ich weiß nicht warum. So, hier kriegst du mehr Zeug zum Anziehen als bei so manchen Anziehpuppenspielchen. Aber wir können hier mal ein bisschen was recyceln. Ich habe gar nicht so viel keramischen Schrott. Ich habe so viel geholt. Was ist denn das alles? Lamperei, okay. So. Das ist ja schon wieder spät. Na gut, wir können nochmal die restlichen roten Fliesensteine verlegen. Und das hier ordentlich aussieht, wenn ein Geburtstag ist. Was sind sie denn hier? Zack. Ein paar Baulücken haben wir ja noch. Hier ist noch ein Streifen. So. Das haben wir dicht gemacht. Hier noch rum. Ah, hier fehlt auch noch was. So. Hier haben wir ja das. Wie viel haben wir noch? Man sieht das leider nicht. Das geht noch. Was? Dann war's das. Okay, erledigt. So, mehr kommen nicht. Ja, du bewunderst uns, Kevin. Ja, du bist ein wahrer Fan. Dankeschön. Schnurr! Ganz genau, da kriegst du auch was Leckeres von mir zum Geschenk hier. Wie wär's mit hier ein Skorpion? Den kann man immer gebrauchen. Für alles. So. Er weiß es zu schätzen, denke ich mal. So, das sind wir immer noch nicht weiter. Gott, warum dauert das alles hier so lange? Da bin ich ja nie fertig. Auch Stangen. Naja. Gut. Das Ding haben wir jetzt fertig. Tada. Plüng. Nur in herausragend. Also ein bisschen läppsch, okay? Die braucht aber auch nur. Mal gucken. Vielleicht können wir die veredeln, kriegen wir noch ein bisschen mehr Kohle raus. Je nachdem, was es uns kostet. Das ist ja nicht so teuer. Auch ein Spinell. Naja gut, den kriegen wir ja an, ist ja jetzt nicht das Problem. So. Dafür kriegen wir mit Kohle raus. So, haben wir zumindest das. Und wir sehen jetzt Werkstattmeister. Zack, mit der höchsten Punktzahl. Ist ja auch nicht schlecht. So, das habe ich so gar nicht mitgekriegt hier. Meine, diese Anzeige und den Pünktchen ist ja so ein bisschen verwirrend. Unten zeigt ja immer noch einen Punkt an, obwohl ich den nicht habe.
Das ist schon von Anfang an verwirrend. Geht anscheinend auch nicht mehr raus. So, also uns fehlt nur noch Kampf und dann sind wir hier durch mit allen Pünktchen und dann müsste noch ein Achievement vergeben, wenn man das alles hat. So, Horst und Henny, wenn ihr nicht brav seid, ne, ich kann euch jetzt mit 20% extra verkaufen. Haha. Also reißt euch zusammen. Du auch, Makato. Ich hab das gesehen, was du alles hier so treibst. So, wunderbar. Habt ihr noch was? Ihr habt noch, oh, sogar mal was Pilzmäßiges dabei. Sehr schön. So, und bei euch noch alles klar. Oh, Tomaten. Sandbeeren habt ihr jedenfalls genug. Tomaten könnten noch ein paar mehr rein. Und Kastanien habt ihr genug. Sandbeeren. Dann machen wir Maximum. So, dann weiterhin viel Spaß beim Wiederkorn, ihr zwei. So, haben wir das auch. Wunderbar, Hansi, was machst du hier? Ich weiß nicht. So, dann haben wir alles. Dann können wir uns auf den nächsten großen Tag vorbereiten. Hm. Ist der Chef noch da? Dann können wir den direkt abkassieren. Das ist natürlich praktisch. Dann haben wir das heute noch. Können morgen direkt den neuen Auftrag annehmen. Dann haben die hier wieder neue Leute reingepatcht. Hoshino Katsu. Okay. Wow. Dafür haben sie jetzt diese Patches gemacht. Ne? Nicht um Fehler zu beseitigen, die immer noch im Spiel sind, sondern um irgendwelche Bäcker hier reinzukriegen, die Tausende für irgendeinen blöden Namen bezahlt haben. Also ich weiß nicht. Hallo, hey! So, bitteschön. Warum drehst du uns den Rücken zu? Ist ein bisschen unhöflich. Flump. So, 5000. Ha! So. Ja, nimm das mir an. Du kannst es nicht mehr einholen. Hm. Siehst du mal. Das bringt mehr. Muss ich nochmal zu schieben. Naja, gut. Macht ja nichts. Man kann ja machen, was man will mit seinem Geld, aber hier so als sinnloser NPC rumlaufen mit seinem Namen und dann immer so, oh, guck mal, das bin ich. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Also dann, wenn schon so eher als Figur, die auch wirklich irgendwas hier macht und zu sagen hat oder so, das wäre viel lustiger. Also nicht als Haupt-NPC vielleicht, aber zumindest so als irgendeine Funktion hier auch im Spiel. Zumindest etwas, statt nur rumzurennen und siehst aus wie tausend andere Klone. Nur mit einem lustigen Namen. Da bezahle ich ja nicht einen Haufen Schweinegeld. Na gut, ist halt so. Jeder machen, was er will damit, aber ist ein bisschen sinnlos ist es schon. So. Boah, wir haben so viel von diesen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Wir haben reichlich Tomaten noch. Wasser, Milch. Boah, wir könnten das alles mal. Wir könnten auch tausende Sachen machen, die wir verkaufen können an Avion und in die Pleite treiben. Wäre natürlich auch mal eine Idee. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir brauchen ja unseren einzigen Einzelhändler hier im Ort. Sprengstoff. Können wir mal wieder machen. Staubwedel hier. Wir machen mal 11 Staubwedel. Und ruinieren damit den Staubwedelmarkt bei Avion. So, da ist er dann verblüfft, sage ich jetzt mal. Wir müssen dann aber auch mal wieder ein bisschen Holz. Haben wir gar nicht mehr, ne? Feine Holzreste auch nicht. Ja, dann hole ich auch nicht mehr so wirklich. Brauchst du ja selten. Aber dann kommt mal irgendeiner und wir brauchen wieder irgendein Holzstück und dann haben wir es nicht. Gut, dann holen wir uns hier noch ein bisschen. Sägen wir uns noch ein bisschen Holz hier durch. Ja, hier, du stehst hier gerade so rum. Ja. Zack. So, Holzreste. Hallo, aus dem Weg. Muss arbeiten, ich bin Handwerker. So, früher gab es nicht so viel Holz. Früher gab es mehr Lametta auch. Wer hat denn die ganzen. Hier ist ja richtig ein Holzplager schon. Ist hier ein wütender Tischler vorbeigelaufen? Oh, ne, hier ist Kupfer, Chantrian. Ah, hier mal was Hochwertiges. Zack, sehr schön. Hier haben noch so ein Ding. Und dann auch nochmal mitgenommen. So, haben wir noch irgendwo Holz? Nee, ne? Ah, hier haben wir nochmal Füstenpilze. So, dann machen wir wieder ein bisschen Holz. Haben wir dann auch. So. Alles erledigt. Da
das Ding auch immer noch am Funken ist hier. Man weiß ja nicht. Vielleicht werden wir auch alle ausspioniert hier in Sandrock. So, also morgen 9 bis 14 Uhr, Tag der hellen Sonne. Dann geht das schon wieder los. Okay. Hast du wieder rumgerempelt, nur weil du irgendwann fangen willst. Leute, sind wir so rücksichtslos. Da haben wir auch reichlich von, ne? Zack. So. Kann man hier noch was recyceln, nämlich Holz. Plump. Weg, 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 Anzeige. Feine Holzreste. So, die können wir auch recyceln. Und hier, wie wir gesehen haben, uns fehlt gehärtetes Leder. Moment, hier unten war das, ne? Ah, ich habe kein Salz. Ich muss Salz kaufen. Gut. Da muss ich dran denken. So, können wir jetzt für Burgess dieses Aufbewahrungsding machen. Weil das jetzt hier wieder findet. Große Lagerkiste. Jawohl, wir haben 5. Na, das passt gerade so. Hm, na gut, ist in der Produktion. Da könnte auch ein bisschen mehr sein, ne? Das können wir auch mal wieder machen. Brauchen wir so oder so. Manganstahl. So. Warte mal, das noch ein bisschen hoch. Oh, schon wieder spät. So, dann wollen wir mal unsere geliebte Ehefrau besuchen, falls sie denn da ist. Und nicht, wenn die Pilze wegraucht. Und dann erwarten wir freudig den Tag der hellen Sonne. Hallo, meine Sonne, hier kommt dein Mond. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Yeehaw.